Ja, ich weiß, man sollte sich nicht so weit umschauen und so. Denn das Grimace, Grimace, whatever his name is, den werden wir. Oh nein. Aber es ist ein Young Wolf. Den können wir jetzt leichter töten schon mal. Mal schauen, was wir alles noch so finden werden. Oh, da oben waren wir auch noch nicht. Ein Young Wolf, okay. Okay. Mal schauen, ob wir noch ein Level aufsteigen können. Also hier waren wir definitiv noch nicht. Das ist schön zu wissen. Ich weiß nicht, auf was wir treffen werden. Er sieht sehr einladend aus. Och nö. Wir probieren es, komm. Come over here! You bloody... Goy! Alter, der hat noch nicht mal richtig... Der hat... ausgeholt und hat mich getroffen. Ist ja nicht dein Ernst. Oh. Also man stinkt hier schon recht schnell ab. Aber wir wissen ja, da ist ein Totenkopf. Wir werden einfach weiterlaufen. Hier haben wir noch was. Bellwurst. Ah ne, wir sind nicht komplett hochgeheilt. Wahrscheinlich war das vorhin vom Schutz gewesen. Yay! Oh, was ist das denn? Gib mir das Schwert, Diggi. Ja, es geht. Haben wir noch was gefunden? Gold Chalitz. Ein Messer. Ja, wir haben ein Messer gefunden. Ein riesiges Brotmesser. Ich glaube, jetzt kommen wir hier gleich nicht mehr weiter, ne? Haha, doch, natürlich. Warte mal. Oh, hi. You're not a bandit by any chance. Oh, sorry. No, I am not. Good, good. I could use a companion. I was sent by Master Ramon, the master of our monastery, to make sure that Esti's shrines are in order, and there is one that is not. It has been overrun with land bugs. Could you help me get rid of them? Amulius habe ich nie gesprochen, aber ich hatte das hier mal als Probe abgegeben damals, ich weiß noch. I should beat you on the spot and blaspheme against goddess. Sure, why not? It's always good to win the favor of the gods. Sure, why not? It's always good to win the favor of the gods. God, not gods. But you are right. Good deeds are always worth the time. So, are you ready to go for the bugs? Okay. Yes, let's go. Amulius, lass uns mal abhauen. Ich habe sogar extra mal gespeichert. Okay, die gehen jetzt für die Landbugs. Ich habe Angst. Die waren beim Test, bei einem der Alpha-Tests waren die furchtbar laut. Viel zu laut. Was greifst du an? Da, diese Landbugs. Die haben sie aber auch. Ja, diesmal sind sie nicht. Wow. What the fuck, Alter? Wie furchtbar.
Entschuldigung, bitte was? Ich bin tot. Er ist tot. Ich bin tot, er ist tot. Wir alle sind tot. Machen die gerade Triple-Schaden oder was? Was ist das denn? Oh boy. Okay. Jetzt kann ich... Ja, komm. Wir tryen es nochmal. Alter, was sind denn das für Landbugs? Die auf einmal 20 Mal hintereinander draufschlagen mit unglaublich. Also, die haben den ja direkt umgenietet. Schön, dass Amulius hier mitrennt. Das sehen. Warte, ich mach leiser. Sorry, dass ihr jetzt die Musik nicht hört, ne? Nur weil hier der Hayo gleich wieder drauf geht, ha? Pass auf. Pass auf, der geht drauf. Zack. Erster Schlag. Zweiter. Jetzt hat er Bock. Ernsthaft? Der hat einen getötet. Gut, viel Spaß beim Draufgehen. Oh shit. Oh no. Schöner Schlag. Nochmal. Das sollte man dringend beheben. Amulius wird jetzt sterben, wenn ich nicht eingreife, ne? Okay. Ich bin mutig, ich weiß. Amulius lebt. Auf zu grinsen, Diggi. Warte mal, ich hol den nächsten mal her. Er schafft das. Jo, schöner Schlag. Jawohl, und Level up. Hi. Ja, schön. Es ist ein ähnlicher Bug, wie ich ihn schon hatte. Probieren wir es mal. SD heard your prayer. Mit was auch immer. Gut, Amulius bewegt sich nicht mehr. Der ist gone. Und dabei mochte ich ihn gerade so sehr. Wir werden später nochmal zurückkommen. Spider Eggs. Okay, hier kommen wir nicht weiter, das ist okay. Ich werde jetzt keinen Weg drumherum suchen. Okay, also Amulius kann ich jetzt nicht sprechen. Ach Mann, das ist doch ein bisschen ärgerlich. Das ist das, was ich glaube, dass es ist. Ah, jetzt geht's. Mhm. Have this money for better gear. I'm going back to the monastery. You can go all the way back with me, or you can leave for Elien on the crossroads. Are you interested? The end of our demo, the journey with Amulius will be available in the full game on December. Now feel free. You have reached the end und so weiter. Wir machen die Musik aus, wir kennen sie ja schon. Ihr könnt sie euch natürlich auch anhören. Nein! Nein, Daniel, ich hasse dich. Ich hasse dich dafür so hart. Oh boy. Oh. Oh, ist das mies von ihm. Oh, der hätte es wenigstens bis zum Tempel machen können. Den Tempel habe ich designt. Nee, ich will da jetzt durch, Alter. Da will ich durch. Wir haben noch die Beth-Story nicht gemacht und so. Das machen wir alles. Scheiße, ich kann nicht durchkommen oder nicht. Die Schnauze voll, ich will da auch durch. Natürlich hat er da jetzt die perfekte Mauer gezogen. Wo denn nicht?
Boah, ich krieg grad so Aggression, Alter. Das ist eine madige Aktion. Den Tempel habe ich designt da hinten. Oder die mehreren Tempel, die es hier gibt. Und würde ihn gerne euch zeigen, wie am Ende geworden ist. Natürlich gehen wir noch ein bisschen weiter gucken. Wir haben hier wahrscheinlich noch einiges nicht gesehen. Okay, gut. Anzeige ist raus. Nein, Spaß. Komme ich hier wieder raus? Ja. Nein, also das könnt ihr dann auch in der vollen Demo sehen. Wollte gerade schon so ein bisschen stolz sein. Guck mal, das habe ich gemacht. Voll cool. Naja. Naja! Bin nicht so gut. Okay, also wir hatten jetzt hier Amulius gehabt, mit dem wir geschnackelt haben, ne? Genau, mit ihm kommt jetzt nichts mehr. Das war eine viel kürzere Demo, als ich dachte. Ja gut, wir haben die Beth-Story noch nicht gemacht. Die fehlt noch. Ach, da hinten ist ein verkackter Wolf, Alter. Okay, wir versuchen's. Wir sind ein Level up, also könnte es klappen. Alter. Behinderter Wolf. Gibt's doch gar nicht. Ja, der Wolf ist schon ein bisschen heavy. Schade. Okay. So, da wäre ich wieder. Gut, dann gehen wir da erstmal noch nicht lang. Gehen wir erstmal links rum. Und gucken uns mal um. Um die Dummen. Also die Story mit Amulius wissen wir ja jetzt schon. Die wird uns ins Kloster führen. Oder halt dann selber den Weg irgendwie begehen lassen. Und was gibt's noch? Genau, die Beth-Story, die wird sich auch noch ein bisschen ergeben. Mit Javan wird sich auch noch was ergeben. Hier komme ich auf jeden Fall so nicht weiter mit den Banditen. Da bräuchte ich eigentlich jemanden, der mir hilft. Oder einen Bogen, der mir hilft. Ein Bogen wäre eigentlich schon ganz schön sexy. Ja, ich erkunde, wie gesagt, das Spiel gerade tatsächlich komplett, also diesen Teil hier komplett blind. Ihr wisst, sowas Glänzendes zieht mich an. Wo bist du? Powerplace. Okay. Eins Dexterity. Okay, das ist cool. Mhm. Immer noch Bellosa. Also es ist nicht so, dass ich... Oh nein. Wolf. Sprechen wir erstmal mit Beth. Das wird mehr Sinn machen. Sie wird vielleicht einen Tipp von uns haben. Hallo Beth. What happened here? Wir kennen das ja. Okay, wir sollen die Wölfe töten, das wissen wir ja schon von davor. Einmal das. Ja, den Bogen können wir einfach noch nicht machen. Die Wölfe haben wir jetzt schon gesehen. Sind das junge Wölfe oder sind das ältere Wölfe? Das müssen wir jetzt mal gucken. Warte mal. Ich versuch's mal. Das sind
Oh, junge Wölfe. Sehr schön. So. Hier ist noch ein Wolf. Noch mal einer weg. Ein Belloser. Da unten ist noch ein Wolf. Komm mal her, Diggi. Sehr schön. So. Damit haben wir Beth geholfen. Ich esse mal was. Damit wir auch nicht gleich wieder versterben. Ich könnte dieses Spiel jetzt ein bisschen lauter machen. Oh, diese Musik ist halt einfach ein immenser Ohrwurm. Der liebe Stelios hat so krasse Arbeit geleistet. Das muss man ihm überlassen. So, wir sprechen mal mit Beth. Vielleicht kriegen wir ja einen Bogen. Thanks be to Esty and to you, dear adventurer. Are you hurt? Nope. Oh ja, machen wir das. Well, it was harder than I thought. You could throw in some additional reward. Good. Here, have this Belazarian stew. It will help you heal faster. And here is your reward. Sehr schön. Do you know a way out of here? We use the stone stairs just on the end of the road, but you can reach it if you follow the left riverbank. But from the sounds I hear at night, I'm afraid it was overrun with orcs. So if you want to go out, you will have to find a way past them. Thank you for your knowledge. That would be nice. Thank you again for your kind heart. Okay. Das war's wohl, huh? Oh, sie hat Ware. Okay, wir können ihr... Ich würde ihr gerne... Wir hätten noch diese Dinger hier. Einen können wir davon verkaufen. Okay, also jetzt können wir hier schon mal sehen. Wir können den Charlies verkaufen. Ja, das war's dann halt auch schon. Wir könnten später dann nochmal was zu Estis Schrein bringen. Okay, das hätten wir dann. Ah, Grimace fehlt ja noch. Der war hier? Nee. Doch. Entschuldigung, bitte. Der war hier irgendwo. Oder? Da, in diesem Gestrüpp da. Die sollen aber mal gegeneinander kämpfen. Und dann warten wir, was passiert. Our village has been overrun. They are killing my family. Please, Lord, help. Lead the way. Los geht's. Follow Grimace. Los, los! Wir holt uns Furus. Virots. My village was overrun. Get out of there. Ja, da. Jo, komm. Haut mal aufeinander drauf. Habt euch lieb. Huch. Ist ja ein Belfro. Gut, wir warten mal, bis der Kampf zu Ende ist. Wir wissen ja, dass die Leute hier auch sterben können, also,
Okay. Haben wir das offizielle Ende erreicht des Kampfes? Oder? Kann ich ihn gerade töten? Okay. Ich habe Firuz getötet. Das sollte eigentlich nicht so sein. I see you can handle yourself in tense situations. Interested in a little job? Depends on the job. Depends on the job. On the way to the capital, there's a marble mine. A man called Rallin is leading this place. Ah, Rallin. He had made a terrible mistake. Rallin. I will not kill this man. I will not kill this man. Why? Because Demos no, zu Ende ist zu Ende. I just want you to go into his office and take from him 100 gold coins as protection money. He thinks he can handle himself because he provides marble for the capital, but the guards will not move to help him. And Kaseo, my real boss, wants the mine for himself. Mm-hmm. Or he wants protection money at least. You think you can handle it? Kaseo. As you could see, I'm not just not afraid. What's in for me? What's in it for me? You keep 25% of it. The rest you have to deliver to Kaseo. Interested? Ja, lass mal machen, komm. Yes. Aber die Demo. Alright. Give Kaseo this ring, so he knows you come from me. And don't even think about taking the money for you. He will cut your belly open. Sure, never steal from your own. Sure, never steal from your own. Smart boy. Ja. Moment. Ich hab hier so Erfahrungen. Da hinten geht's ja nicht weiter, das haben wir ja schon gesehen. Was können wir denn noch machen? Wir haben jetzt Beth gesehen, wir haben Pyrrhus gesehen, wir haben hier Dings gesehen, Grimace gesehen, wir haben Amulius gesehen, wir haben Javan gesehen, wir haben den Fischer gesehen. Das sind schon viele Charaktere. Meine Güte, und so viel Arbeit, nur diese Dinge einzusprechen, glaubt mir. Das ist ein mega Krampf. Wo wir noch nicht waren, also wir haben jetzt noch nicht diese Banditen da getötet und wir waren hier noch nicht in der anderen Richtung bei Beth. Vielleicht gucken wir mal, dass wir da langkommen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Wie sieht es denn aus? Bekommen wir auch mehr Leben? Ja, wir bekommen mehr Leben. Wir tryen das mal out, oder? Ich speichere sie sicher nochmal. Ah, ist ein Young Wolf, okay. Dann ist ja noch easy. Easy. Dead. Very smart, schnell dead. Okay. Wir bewegen uns. Nach oben ist nie gut. Denn man sieht so wenig. Die haben nämlich sonst den High Ground. Ist hier noch irgendwas? Nö.